Aber Digga! Ey, diese miese Fick-Scheiße hier, Alter! Ich werd gleich richtig aggressiv, Mann! Wollen wir auch mal sagen, so, dass übrigens das die erste Aufnahme, die wir gerade nüchtern machen. Normalerweise sind wir immer richtig zugesoffen und zugecrackt. Aber jedenfalls insgesamt ist auch eine Person gestorben, leider, auf dem Heroes Festival. Nee, also siehst du, ich behandle einfach alle gleich. Ja, du bist einfach faul. Also wenn du Faulheit als gut bezeichnest. Wunderschöner, cooler, meine Tatas. Wenn ihr schon richtig lange dabei seid, dann müsstet ihr eigentlich wissen, dass die erste Folge auch ein Monster Truck Rennen war. Leider mit dem Liberator, heute haben wir den Marshall am Start, aber es wird mal wieder Zeit für einen epischen Liberator Marshall Parcours. Mit dabei haben wir natürlich Deko, einen wunderschönen. Episch! Einen wunderschönen guten Hallo, Muchachos. Die Nüsschen seien poliert. Scheiße! Okay, dann nehme ich. Scheiße? Ich habe jetzt... Scheiße? Was? Diese das geht Fickratten, leider nicht. Alter. Jetzt habe ich auch noch dieses Kackding hier, Alter. Hä? Ich wollte auch meine Farbe ändern. Ja, ging leider nicht. Ich wollte auch hier die Deutschlandflagge nehmen. Ging nicht. So ein Shit, Digga, ey. Ich war gerade bei Portugal, oder? Gehabt, das war klar, dass du Jamaika haben möchtest. Weil nee, du gerne Jamaika-Hammer in der Hose haben möchtest. Ich bin jetzt durchgescrollt und dann war ich bei Argentinien, glaube ich, oder sowas. Und dann dachte ich mir, nee, Argentinien ist langweilig, nehme ich Jamaika. Digga, das aber geht irgendwie, das geht nie. Also. Jetzt haben wir wieder den Marshall hier. Ich glaube, Amerika hat sich hier einfach, oder sorry, USA hat sich hier eingekauft, damit man immer die amerikanische Flagge hier am Start hat. Sorry, die USA-Flagge. Ich find's auch so lustig, ich sag auch häufig einfach Amerika. Amerika, obwohl das ja der ganze Kontinent ist und nicht das Land nur. Amerika ist wunderbar. Ach, darf man wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Hallo. Hallo. Also, Deko. Ja. Fühlst du dich gerade ein bisschen zurückversetzt in alte Zeiten? Hast du plötzlich wieder weniger Augenringe durch jahrelanges YouTube, weil wir wieder in der allerersten GTA-Folge sind? Nee. Dafür war aber auch der Anfang des Rennens jetzt nicht nah genug an der ersten GTA-Folge dran. Reizt nicht, dass, ja, wir den, Schwanzgrapscher, Alter. Dass wir den Marshall haben. Haben wir uns damals eigentlich auch schon so beleidigt? Nee, ne? Ich glaube, damals waren wir noch richtig freundlich zueinander. Ja, das glaube ich nicht. Natürlich, Digga, wir waren todesfreundlich zueinander. Wir waren garantiert nicht freundlich zueinander. Digga, schau dir die erste Folge an. Ich hab noch nicht unbedingt Schwanzkratzer genannt, aber. Laurens, kannst du mir bitte hier helfen? Ja, klar, Marvin, ich komm vorbei. Ja, bestimmt, Alter. Digga, so war das in den ersten Folgen. Laber mich doch nicht voll, ey. Never. Laber mich nicht voll, Alter. Dann ist aus dir so eine Salzkruste geworden, ey. Aus mir, Alter. Ich mach noch eine extra Runde. Ich bin keine Salzkruste, ich bin Salzwasser. Zur Kruste, Digga, machst du mich. Aber ohne Mist, das passiert mit jedem biologisch-menschlichen Körper, auf Zellen basierend, wenn man jahrelang richtig Vollsalz wegen irgendwelchen Schmutz rennt. Warum machst du das rückwärts? Weil ich ein mieser Profi bin, Alter. War da irgendwo ein Speed oder was? Nee. Ich bin einfach nur aufgefahren, hab mich komisch gedreht und kam nicht mehr zurück. Das ist der einzige Grund. Ja, wie du da angedüst kommst, um mich noch irgendwie wegzurammen, Alter. Nein! Hä, brauch ich gar nicht, du Lappen. Digga, mach dich selber fertig. Oh. Richtiger Streichelzecke. Streichelzecke, Digga. Richtiger Pommesnacken, ey. Digga, easy den Punkt eingesammelt. Wer bist du, AMK? Können wir nicht einmal freundlich zueinander sein? Einmal? Hä, Hauptsache, du lachst mich aus, wenn ich da runterfalle, Alter. Beleidigst mich richtig. Und sagst, da willst freundlich sein, einmal. Pass auf, nicht weiterfahren, nicht weiterfahren! Ich hab dir gesagt, nicht weiterfahren! Ey, Digga, weißt du, er labert mich gerade noch voll, können wir nicht mal freundlich zueinander sein? Und dann liegen da Annäherungsminen, Alter. Ey, das waren doch keine Annäherungsminen. Ich bin doch kein Lappen und mach da irgendwelche Annäherungsminen hin. Das waren legendäre Granaten. Es ändert nichts daran, dass du mich getötet hast. Aber... Nachdem du gerade eben noch Frieden haben wolltest. Ja, du hast doch gesagt, du willst keinen Frieden! Ja, ich hab gar nichts gesagt dazu. Ich dachte, ich bringe hier mal so ein bisschen Stimmung rein. Hat doch funktioniert, oder nicht? Siehst du, du hättest eh wieder verkackt. Digga. Du musst doch nur hin und her fahren. Ja, mit so einer komischen Gabelstaplerlenkung, ey. Okay, weiter geht's. Übrigens, eine 25-Minuten-Challenge für uns beide. 25-Minuten-Challenge schaffen wir easy peasy. Und es sind leider auch Sachen dabei, die dir... Ja. Ja, die da gar nicht gefallen. Ja, ey! Hä? Ey, übertreibt richtig! Welche Sachen gefallen nicht? Das sag ich dir jetzt nicht mehr.
Jetzt wirst du richtig, jetzt wirst du richtig leiden, Digga. Jetzt wirst du einfach komplett leiden. Du wirst richtig leiden. Okay. Aber jetzt nicht durch meine Sachen, sondern einfach nur wegen. Hallo? Wegen was? Wegen den Parkour-Elementen, die dort sind. Leute, der Atomizer kann ja gar nichts gegen den, Digga. Gegen den Monster Truck, Alter. Bin einfach King Louis, ey. Wer bist du denn? King Louis, Alter. Erzähl doch mal, was magst du nicht? Außer Motorrad BMX oder so. Oder sonst Fahrzeuge. Oder irgendwelche Bauteile. Was magst du gar nicht? Nix. Hä? Eigentlich nur, wenn es irgendein bestimmtes Fahrzeug ist, das scheiße ist dazu. Kein bisschen! Oh nein, Windräder. Oh nein. Was? Ey, hör auf! Hör auf! Fahr nach vorne! Hey! Digga, wieder direkt dein siebter Sinn irgendwie an Natürlich! Ich kenn dich! Wie der Spider-Sense, ey. Wie der Spider-Man, der die Gefahr wittert einfach. Alter, siehst du das? Was für ein Traum, oder? Was für ein Traum dort hinten. So. Ich muss sagen, ich könnte darauf verzichten. Lass mal tauschen. Gibst du mir dein Fahrzeug? Komm mal her. Wenn du mir dein Fahrzeug gibst. Stimmt, ich kann dir die Reifen gar nicht zerschießen, ne? Das geht gar nicht. Das ist aber schade. Nein! Hallo, Mister. Ey, aber ich glaube wirklich, es ist... Ist jetzt zu Fuß? Nee. Es ist locker... Ja, eiskalt Triathlon. Es ist schon locker... Uff. 2 Monate her? Ja. Mindestens. Hast du gerade eine Annehmungsmine nach hinten geworfen? Nee. 2 Monate her, dass wir so einen Liberator oder Monster Truck Parcours hatten? Wenn nicht sogar noch länger, oder? Das war schon todeslang her. Noch länger her, ja. Würde ich, also... Das würde ich auch schätzen. Digga, was ist das denn für ein Schmutz? Oh, mich hat heute eine E-Mail erreicht von jemandem, der gefragt hat... Warte. Oder wann wir auf der Gamescom sind. Nein. Weil wir auf Instagram nicht zurückschreiben. Also ich antworte ab und zu auf Instagram, wenn ich mal gerade unterwegs bin und ich Zeit dafür habe. Das stimmt aber nicht ganz. Es ist nicht, dass ich nicht antworte auf Instagram, ich lese nicht auf Instagram. Ich lese Kommentare unter Bildern. Ich gucke mir auch Bilder an, auf denen wir verlinkt werden. Ja. Aber ich lese auf Instagram keine Privatnachrichten. Aber das ist ja auch wirklich... sehr, 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 sehr viel. Tagtäglich. Ja. Also das würden wir in unseren Tag gar nicht einbauen können. Deswegen finde ich es cool, dass ich ab und zu einfach mal da reingeiere und auserwählte mir dann schnappe und die dann reposte. Ja, ist schon ein bisschen was ganz dazu, schön asozial, finde ich. Bisschen laber. Ich mach's wenigstens, ne? Also du machst gar nichts. Ja, aber bei dir muss man dann irgendwie Glück haben oder so. Oder du hast ja, bei, so dir, Leute, bei dir bist du einfach Pech. Und der, ja, bei mir werden alle gleich behandelt. Bei mir gibt's eine Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, sagen wir mal so 2% und bei dir, du bist einfach ein Asi. Aber wenn dich irgendwer anschreibt, mit dem du schon mal geschrieben hast, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher. Ja, also ich schreibe mit einigen Mutschuss. Ja. Aha, also werden da Leute bevorzugt und andere werden benachteiligt. Nee, also siehst du, ich behandle einfach alle gleich. Ja, du bist einfach faul. Also wenn du Faulheit als gut bezeichnest. Das ist kein Faul. Natürlich! Das ist kalkuliertes Gleichbehandeln ist das. Bei mir weiß jeder, egal wer er ist, es gibt keine Antwort. Also weil nicht nur, dass es keine Antwort gibt, ich werde die Nachricht nicht lesen. Also super viele Nachrichten, die ich einfach erhalte, sind einfach redundant oder repetitiv oder repetitiv, sagt man? Repetitiv, war richtig. Und deswegen suche ich mir dann eben eine Person aus, wo ich das dann eben beantworte in einem Post. Und ich denke mal, das ist auch ausreichend. Aber, ne, vielen, vielen Dank für die lieben, netten Nachrichten, die mich so erreichen. Deko weiß es ja nicht. Da sind echt. Mich erreichen auch richtig viele liebe nette Nachrichten. Bin ich mir sicher. Die du nie lesen wirst. Aber es sind echt super, super nette Nachrichten dabei. Aber wie gesagt, man kann nicht alles reposten, sonst besteht der Feed nur noch aus irgendwelchen. Wow, war das knapp, ey. Das wäre natürlich richtig, richtig Drama, Marvin, wenn dein Feed nur aus Antworten an Zuschauer. Digga, dein Feed ist leer, Modi. Genauso wie mein Feed, ey. Ich poste mehr als du, ey. Ich hab, Nein. Wow, war das knapp, ey. Ich hab Dinger gemacht vom Festival, wo ich am Wochenende war. Oh, aber die hab ich noch nicht rausgehauen. Ah, ich wollte gerade sagen, ich hab da nichts gesehen, Brudi. Nee, kommt noch. Na, oh.
Denn Deko war auf dem Heroes Festival. Willst du mal kurz erzählen, wie es war? Heroes Hannover. Festival Hannover sogar, ja. Also es ist wohl eine Reihe, Festival-Reihe. Gibt es auch, habe ich gesehen, in Freiburg zum Beispiel. Und ich glaube noch zwei oder drei andere. Ist Hip-Hop. Soweit ich das sagen kann. Ich weiß nicht, ob in anderen Städten das auch Hip-Hop ist, aber jetzt in Hannover war Hip-Hop. Es war zum Beispiel, wen ich sehen wollte, war Tom Hengst. Den kennt man vermutlich nicht, aber der ist geil. Also ich, der keine Ahnung hat, denkt dann sofort an Tom Hengst, ne? Aber hallo? Chiago. Ja. Den kennt man. Der war auch sehr, sehr geil. Also geile Energie hat. Kwame kennt man auch. Nur wenn man einen guten Geschmack hat. aber der kommt noch. Ich sagte, Tom Hengst und Quabi in 4-5 Jahren kennt man die. Ja, vielleicht wie Apache so, ne? Also ich habe den ja gehört als, wow, als der auch noch so undercover war. Vielleicht ist der ja demnächst. Pick mich, Nummer Alter! 1. Ich komm bei diesem scheiß Windrad nicht vorbei, Alter. Digga, das war todesschwer, ey. Ich hab mich da irgendwie vorbeigelackt, ey. Richtig geil. Ich zöge direkt weiter. Oh, fuck. Sido war da, hab ich auch gesehen. Da waren auch Sachen da, die ich nicht der so... Der erste, den ich gerade kenne, von den ganzen so Namen. Ich höre, BHZ war da, Luciano war da, ich glaube, Bones auch noch. Und... Oh, fuck. Bones und noch irgendwer war auch da. Trettmann war da, den kennt man auch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Raff Kamura da war, keine Ahnung. Es waren jedenfalls, ich fand das ganz cool von der Mischung her, weil es halt so welche große Bekannte waren. Aber auch, ne, wie zum Beispiel Kwame, Tom Hengst, ach Digga, dann waren auch so Sachen wie Tilo war da. Oh, ah, den mag ich nicht so. Das war doch, ist das nicht dieser Cloud-Rapper da? Das ist dieser Cloud-Rapper, ja, der auch schon mal aufgefallen ist, weil er komplett auf Drogen abgestürzt war und seinen Text nicht mehr konnte oder irgendwie sowas. Okay, der hat der war am Freitag da und am Freitag meinte er, es war sein zweites Konzert, das er gerade spielt, nüchtern. Alter, was? Er hat anscheinend noch nie ein Konzert nüchtern gespielt, bis auf das, was auch immer, wo auch immer er am Vortag war und halt das da. Ja. Da war noch irgendein... Ist das jetzt was Gutes oder ist das jetzt was Schlechtes? Also, dass er dann jetzt mal nüchtern spielt, würde ich sagen, ist eher was Gutes. Props gehen raus, dankeschön, T-Lo. Wollen wir auch mal sagen, so, das ist übrigens die erste Aufnahme, die wir gerade nüchtern machen. Normalerweise sind wir immer richtig zugesoffen und zugecrackt. Wer auch da war, was ich auch richtig geil fand, war Disaster. Das war auch richtig geil. Ja, von dem hast du ja auch irgendwas hinten drin stehen, ne? Von dem habe ich Sachen in meinem Nerdregal stehen, ja. Oh. Digga! Dieses scheiß Windrad, Alter! Alter, ey, es sind so viele Windräder, du glaubst es nicht, ey. Ich komm ich bin überall immer noch vor. Bei diesen gelben Plattformen, ja! Ne? Okay, dann bist du verloren, Digga. Du bist sowas von Kick verloren. Mich, Alter. Also ich fand jemals die Mischung cool aus größeren, bekannten Rappern und halt kleineren, die man nicht so kennt. Ich fand, es war ziemlich viel da, was schlecht war. Schlecht war, okay. Schlecht war, aber so, ich bin da wohl zu alt, Alter. Aber cringy? Cringy schlecht, oder? Ja, cringy schlecht auch, ja. Oh, okay. Es war Skrrt. Irgendein Skrrt Damon oder Skrrt irgendwas, keine Ahnung, Skrrt Lord, Skrrt... Skrrek? Aber ich schau mal gerade einfach noch auf den Timetable. Auf jeden Fall musst du mir noch sagen, bei welchem Festival wurden mehr Drogen verteilt? War das Nature One oder war das... Auf jeden Fall Nature. Okay. Wie heißt das nochmal, wo du jetzt warst? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Heroes, genau, Heroes. From Hero to Zero. Wie hieß der Typ? Skrrt Cobain. Skrrt Cobain. Der war ziemlich nicht so gut. Tim war auch noch da. Tim war aber mehr so, das war eigentlich kein Rap, sondern so Popmusik oder so. Der hat so richtig schnulzige, weiß nicht, auch so auf Cloud-Rap-mäßig angelehnt. Und halt also dann ich richtig schnell. Ja. Aber es war brechend voll bei dem Typen, ne? Richtig krass. Bei T-Lo war es auch brechend voll, ey. Die komplette Halle war dicht. Und da habe ich gemerkt, ich bin einfach anscheinend. Zu alt. Bin ich zu alt, ey. Weil, also bei Disaster zum Beispiel war auch viel los, aber die Halle war nicht annähernd so voll wie bei T-Lo. Ja, aber den kennt man ja auch wahrscheinlich von TikTok und keine Ahnung von wo überall. Ja, oder? Ja, das ist dann halt wieder so das Altersding und ja. So, ne? Waren denn viele junge Leute auch da, die dann T-Lo zum Beispiel gefeiert haben? Oder wie war der Altersdurchschnitt dort? War schon eher jung. Also ich würde sagen, die
Es war so um die 20. Ah, okay. Es waren auch viele Leute unter 20 da. Ich war auf jeden Fall einer der Älteren da, ja. Also DJ ich hab schon gesagt, eigentlich, wenn ich mich hiermit irgendwie unterhalten will, muss ich mir die Leute schnappen, die an den ganzen Essenstätten stehen und arbeiten. Das waren so vom Alter her mehr die Leute, richtiger mehr so die Rentner, Leute, die in meinem Alter unterwegs waren einfach. Ja, aber Hauptsache aber du hast Spaß, so, ne? Ich also hab echt, ja also ich hab, ich war alleine da. Ich glaube, das war mein erstes Festival, wo ich alleine war. Ja, war mein erstes Festival alleine. Es war ein bisschen weird. Aber es war ganz cool, weil ich hingehen konnte, wo ich wollte so. Wenn ich jetzt irgendein Act langweilig fand, dann bin ich auch woanders hingegangen, musste mit niemandem absprechen, musste niemand irgendwie gucken, dass der noch hinter mir ist oder sowas. Wenn ich jetzt bei, ich war bei Tom Hengst, bei Disaster, bei Shiagu und oh, bei, bei Kwame war ich auch mitten im Moshpit drinne. Das ist auch immer so eine Sache, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist, dass man da im Moshpit, dann verliert man sich und so. Und es war friedlich, hast du ja erzählt, ne? Normalerweise ist da ja... Moshpit war echt, Randale, sag ich mal so. Weiß halt nicht, wie das bei anderen ist, ne? Bei Hip-Hop ist das eigentlich... recht. Also es war mir eigentlich, für Hip-Hop war es mir zu viel Moshpit, weil es hat eigentlich so gut wie jeder... Hat am Anfang erstmal, Digga, erster Song und direkt Moshpit, Moshpit, Moshpit. Wo ich mir dachte, Digga, was zum Fick, Alter? Das ist doch kein Metal-Konzert hier, Alter. Ich meine, wenn zwischendurch mal ein Moshpit stattfindet, okay, aber das muss ja jetzt nicht. Und dann auch wirklich, ich glaube, jeder Act 12 so in gefühlt jedem Lied einmal zum Moshpit aufgefordert und so. Also bei KIZ kann ich das verstehen, ne? KIZ, die dürfen das. Immer. Die will ich auch unbedingt mal live sehen, ey. Also ich höre ja wirklich wenig Hip-Hop, aber wen ich unbedingt mal live hören möchte, ist KIZ. Und wen ich leider niemals live hören werde mehr, weil die nicht mehr zusammen sind. Also nicht mehr zusammen auftreten. Sixten. Oh, die hätte ich so gern mal. Die hätte ich live auch gerne mal gesehen, ich feiere die so hart, ey. Ich fand auch schade, dass Luga oder Juju nicht auf dem Heroes waren tatsächlich. Ja. Ja, Juju mag ich noch ein bisschen lieber. Aber ja. Digga, ich komm hier gerade mit so einer Billo-Scheiße nicht weiter, ey. Oh. Oh. Da kommt richtig viel. Bist du jetzt endlich mal weiter, oder? Mittlerweile bin ich ein bisschen weiter, ja. Okay. Weil das war echt nicht einfach. Also todeseinfach, was da kam. Digga, ich kotz gleich, ey. Das ist so ein Schmutz hier, ey. Ich werd auch so viel erwischt und dann rum, ey. Fick dich, ey. Ich bin gerade bei Tubes, ey. Du kannst da gar nicht durchkommen, Alter. Doch, ich bin da. Nicht ohne erwischt zu werden. Bro, fucking Bosse, sag ich dazu nur. Also dieses Teil, wo ich jetzt bin, hier kann ich gar nicht durchkommen, ohne erwischt zu werden. Ah, es geht, aber ja, ich kann es verstehen. Nein, nicht schon wieder das zu Ding, weit. Also bei mir dreht sich halt das Windrad so schnell, ich komme mit meinem, und ich habe keine Ansprungfläche hier. Achso, vielleicht sind die FPS wieder entscheidend, ne? Ich kann hier gar nicht durchkommen, ohne gefickt zu werden. That's what she said. Aber jedenfalls insgesamt ist es auch eine Person gestorben, leider auf dem Heroes Festival. Ja, aber zu den schlechten Nachrichten. Ziemlich krass, ja. Irgendein Jugendlicher. Um 17:20, da war PA Sports, war da kurz vorher. Und wohl nach dem PA Sports Auftritt soll da irgendwer zusammengebrochen sein in der Menge. Und dann war das relativ weit vorne, dann müsste sich da irgendwie das Rettungspersonal durchquälen. Dann waren noch irgendwelche Leute, die irgendwelche Fotos gemacht haben von dem zusammengebrochenen Person. Da wurde ein 47-Jähriger erstmal kontrolliert, weil er gefilmt hat und die Rettungskräfte behindert hat. Richtiger Ficker an dieser Stelle. Ist der Jugendliche wohl im Krankenhaus dann gestorben. Also, vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnenswert. Kauft nicht von irgendwelchen Leuten da irgendwelche Pillen oder so einen Scheiß. Ich glaube aber, sowas war das auch nicht. Ja, aber ne, vielleicht also einfach mal gut zu erwähnen. Das ist ja, einfach also mal vorsichtshalber. Sollte man nicht machen, wenn dann testen lassen. Auf den meisten Fest, aber da gab es sowas nicht, so eine Teststation für Pillen, aber da gibt es auch niemanden, der Pillen konsumiert, also okay. Da wurde ordentlich Alkohol konsumiert, sehr ordentlich Alkohol konsumiert und es gab auch ein bisschen Cannabis, was ich gerochen habe. Aber Digga! Ey, diese miese Fick-Scheiße hier, Alter! Ich werd gleich richtig aggressiv, Mann! Hast du dir einen reingeolgert? Hä? Hast du dir einen reingeolgert? Was reingeolgert? Ja, Bier, Wodka, keine Ahnung, irgendwas. Ich hab mir ein paar Bierchen gekauft, ja. Wie war der Preis so? Weil ich fand ja Nature richtig unverschämt, ey. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was wie viel gekostet hat. Ey, so ein Festivals, die Preise dort, ne, die sind so crank. Also Mutschals, also YouTube Money grüßt da nicht so unbedingt. Das ist krank, was man da zahlt. Richtig gestört. Meine Fresse, ey.
Nein, 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 bin aber ich richtig? Ja, doch, bist du wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, also ich weiß, dass es da irgendwas für 10, waren 10 Euro, aber ich glaube, es war wohl kein Bier, oder? Also das wäre crank, Digga. 10 Euro für 10 Bier? 10 Euro wäre schon ziemlich crank, ja. Ich finde ja so 7 Euro mit 3 Euro Pfand, wobei 7 Euro, 3 Euro Pfand, das könnte ne, ich glaube sein. Bier, ich glaube die Gläser waren 2. Ja, von Nature okay. Auch. Aber also insgesamt habe ich... Boah! Ich glaube 90 Euro habe ich ausgegeben. Nur an Konsum, neben der Karte noch, oder? Ja. Boah, Alter. Ich habe mir auch ich hab einmal eine Portion Pommes und eine Bratwurst gegessen. Ja, für? Ich glaube, es waren beides jeweils so 5-6 Euro. Okay, das geht ja noch einigermaßen. Nee, aber ey, was man da an Geld da lässt, Heide Witzka. Und dann, ich glaube 5 Bier oder sowas und dann noch Wasser. Ah, okay. Weil es war ja auch scheiß heiß, ne? Es waren an beiden Tagen waren es 30 Grad. Okay, was hat das Wasser gekostet? Das fand ich zum Beispiel beim Nature ein Unding, dass Wasser 5 Euro gekostet hat. 4 Euro, ey. Das ist so lächerlich, ey. Ich habe auch gehört, so frech, dass es da eine Station gab für, mit kostenlosem Wasser. Ja. Aber als ich da hingegangen bin, habe ich nur so eine Händewaschstation gefunden, wo dran stand kein Trinkwasser. Aber ey, ich habe gehört, ehrlich, dass es irgendwo kostenloses Wetter, Wasser geben soll. Am warmen Wetter muss sowas bereitgestellt werden, finde ich. Ja. Ich glaube auch, das wird der Grund gewesen sein, weshalb diese eine Person zusammengebrochen ist. Das wird wahrscheinlich an Dehydration gelegen haben. Egal. Da kann man so einfach was gegen tun, ne? Mach einfach so einen scheiß Wasserstand dahin, die Leute ballern sich doch eh weiter Bier oder so ein Bums. Digga, wo bist du denn erst? Willst du dich komplett holzen? Hier bist du erst? Ja. Alter Schwede, ey. Brauchst du jetzt ungefähr noch 20 Minuten, Nick? Da kann ich dich ja noch trollen ein bisschen, oder? Nein. Ich hoffe, du kannst dich aber nicht trollen, weil der Monster Truck zu krass ist. Ja. Digga. Ja. Yeah! Ja! Du bist ein Ficker, Alter! Du fährst auch ins Ziel, Alter, dieser Bastard, ey. Richtiger Schwanzklatscher. Also insgesamt ja. Fand ich das Heroes echt geil. Aber ich fand's geil, weil halt solche Acts da waren, die ich sehen wollte halt, ne? Shiagu, Disaster, Tom Hengst, Kwame. Das sind schon auch, also gerade Kwame und Tom Hengst sind jetzt Acts, die sind halt so neu, dass man die eigentlich noch nirgendwo wirklich sehen kann. Und das hat mich halt mega, mega gefreut. Das war auch der einzige Grund, weshalb ich mir das Ticket geholt habe. Und unbedingt okay. Tom Hengst und Kwame sehen. Wir waren dann rein, wir haben einen richtig heftig getunten Monster Truck. Also so einen hätte ich auch mal gern zu Hause. Wer hat den? Bro, fucking Bosser. Ich will ihn auch haben. Digga, guck mal, wie schnell ich bin, Alter. Ich wäre in 5 Minuten wäre ich durch gewesen. Du fährst einfach das Digga, Ziel, du hättest noch locker 40 Minuten gebraucht mit deinem Skill. Locker. Ich habe echt für 2-3 Punkte habe ich echt nie so lange gebraucht, ey. Fick mich. Aber was sagst du jetzt? Hat dir gefallen, Marshall? Monster Truck Parcours mal wieder? War voll geil. Geil. Nein, war es nicht, Junge. Also Marshall war cool, aber diese ganzen Windräder, Digga, die haben mich richtig abgefuckt. Muchachos, Daumen nach oben ballern. Dankeschön für euren Support. Habt noch einen wunderschönen Tag. Auf welchem Festival wart ihr zuletzt? In die Kommentare und welche Musikrichtung? Würde mich interessieren. Muchachos, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.